Das Jahr hat 365 Tage, normalerweise, nicht aber bei der Deutschen Bahn. Das Verkehrsunternehmen rechnet zulasten seiner Vielfahrer lediglich mit 360 Tagen. Das verärgert nicht nur treue Kunden, sondern ist nach Ansicht von Juristen auch rechtlich fragwürdig. Die Werbesprüche für das Bonusprogramm der Bahncard klingen verlockend. Ab 2000 gesammelten Statuspunkten innerhalb eines Jahres kommen sie in den Genuss exklusiver Servicevorteile, heißt es im Internetauftritt der Bahn AG. Warum das Unternehmen lediglich mit 360 Tagen rechnet, ist nicht bekannt. Die Kunden sind darüber allerdings sehr verärgert.